Ja, die Erfindung des Telefons, wo auch Herr Bell beteiligt war, das kann man sehr gut lesen, meine Damen und Herren, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich bin gottfroh, dass trotz Internet und allem, was es so gibt, meine Damen und Herren, immer noch viel telefoniert wird. Ich sehe das ja an meiner Frau zum Beispiel oder an meiner Mutter. Es sind meistens die Frauen, die viel telefonieren. Mittlerweile hat sich das gedreht, auch die Männer telefonieren viel und lange. Und es ist aber auch so eine kleine, ich sag mal, Sehnsucht danach, wieder zu Hause zu sitzen und ganz für sich alleine im Ohrensessel vielleicht mal wieder so einen Hörer in der Hand zu haben. Und da haben wir was für Sie. Das wird Sie begeistern. Gell, Jana? Ja, lieber Walter, wir haben hier, liebe Zuschauer, für Sie zu Hause einen Telefonständer für Ihr allergeliebtes iPhone, Smartphone jeglicher Art. Was ich so toll finde an diesem Ständer ist, Sie brauchen nicht mehr zu Hause suchen nach Ihrem Telefon, sondern Sie packen es immer in die Halterung und dann hört nämlich diese Sucherei auf. Ja. Das Schöne ist, es ist ganz einfach, Sie legen Ihr iPhone hier rein, haben hier oben Ihren Hörer und da ist nochmal ein 3,5 mm Klinkekabel, was dann... Oh, da ruft schon jemand an. Ja. Ich gehe mal ran. Warte, hier drücke ich jetzt einmal auf an, dann kann ich es abnehmen. Ja. Hallo? Ich schalte mal auf laut. Ja, mach mal auf Lautsprecher. Jetzt schalte ich mal auf laut. Jetzt Hallo? Können alle mithören. Hallo, Hallo, wer ist da? Hallo Mama, na, wie geht's dir? Hallo Frau Rose. Hallo. Das ist ja lustig. Warum rufst du denn jetzt gerade an? Das ist ja schön. Wir sind gerade live auf Sendung. Ich wollte fragen, ob du noch einkaufen gehst nachher. Ja, auf alle Fälle. Brauchst du noch was? Ja, dann bring da mal 100 Gramm Hackfleisch mit. Ja, das mache ich auf alle Fälle. Walter, möchtest du auch mal gerne mit Mama sprechen? Ja. Hallo, Frau Rose. Hallo. Ja, finde ich aber toll, dass ich Sie mal am Telefon habe. Was machen Sie mit dem Hackfleisch? Gibt es Mettbrötchen oder was? Ja, heute Abend. Ah, heute Abend, gut. Dann sage mal lieber 200 Gramm, weil Sie sind ja bestimmt nicht alleine, oder? Nein, nein, die große Familie ist ja immer dabei. Ja, aber 100 Gramm, das bringt doch nichts. Dann machen wir einen Pfund, okay? Das können Sie auch sein, die macht das ganz prima. Frau Rose, wir müssen jetzt, ich gebe sie Ihnen nochmal, Momentchen. Ja. Okay, danke schön. Liebe Mama, brauchst du noch irgendwas aus dem Lebensmittelmarkt? Frau Rose. Ja, das mache ich. Das ist aber lieb, das mache ich. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und grüße alle ganz, ganz lieb, ja? Ja, die fünf Brüder, die elf Nichten. Ja, genau, also meine ganzen Nichten und meine Brüder und meine Schwester. Jetzt hab dich gut. Lieb, Mama. Ja. Bis dann, tschüss. Ja, das war Rose TV, meine Damen und Herren. Ja, ist aber schön. Ein unerwarteter Anruf, aber ist doch schön, wenn die Mama des Öfteren mal anruft, oder? Ja, ich finde das klasse. Genau, und jetzt hat halt auch die Sucherei mit dem Handy ein Ende, denn man hat ja diese Halterung und die ist wirklich so schön in diesem tollen Retro-Design. Das lässt doch einfach diese alten Gefühle wieder, dieses nostalgische Aufleben. Leben, das finde ich richtig schön. Also, dieser Telefonständer, meine Damen und Herren, ist so ein bisschen amerikanisch nachempfunden. Genau, ne? Richtig. Passt ideal zu unserem Studio, finde ich. Das ist super abgepasst. Ja. Das Schöne ist, wir haben hier diesen Retro-Kopfhörer oder Retro-Design. Was ich gut finde, du hast wirklich den Kopfhörer bequem in deiner Hand und wie man sieht, du hast auch ein langes Kabel. Du kannst das haben die Amis, haben das ja, ne? Ja, die haben, genau. Das ist die haben auch in der Küche typisch. So ein Wandtelefon, wo sie wirklich so 5 Meter durchgehen können. Wunderbar. Sache. Ja, man könnte theoretisch auch den Stecker hier hinten rausnehmen und dann hinten reinstecken, also hier im Klinkerkabel. So ringsrum. Das können wir gerne mal machen. Ja. Also jetzt habe ich das jetzt hier abgenommen. Sie können es natürlich auch hier oben ich meinte, dass man mal rund um das Telefon. Ach so, das Telefon, das kann man auch zeigen. Okay. Hier steckt zum Beispiel der Kopfhörer drin. Genau, das kann man auch wieder reinmachen. Also der Hörer. Ne? Genau, der Kopfhörer, richtig. Ja. Und Sie brauchen der Telefonhörer. Also der Telefonhörer. Ja, genau, für den Kopf. Kennst du sowas überhaupt? Hast du, hast du je in deinem Leben mit sowas telefoniert? Ja, du wirst es nicht glauben, aber ich habe als Kind natürlich auch ein Telefon gehabt, wo wir sogar noch die richtigen Ziffern, das war so ein Ziffernblatt, mussten wir richtig drehen. Ja. Die 1, die Wählscheibe. Die 2, Sie meint die Wählscheibe. Genau. Ja, danke, ich finde das toll. Du bist halt mein Lexikon, mein Wörterbuch. Ja. Das ist doch kein, gut. Das ist kein Kopfhörer. Schon wieder? Schon wieder? Das kann doch nicht sein. Warte mal. Ja, okay. Ich Ach so, dann musst du da wieder rangehen. Willst du mal rangehen? Ja, okay. Warte, ich mach mal laut. Hier ist Walter Freiwald, hallo. Frau Rose, Sie haben doch vorhin schon mal angerufen. Ich gebe Ihnen noch mal Ihre Tochter. Moment. Ja. Mama, was hast du denn vergessen? Ja, natürlich. Die Seifenblasenpistole. Die Seifenblasenpistole, die gefällt den Kindern gut, gell? Ja, natürlich. Kannst du da gerade noch ein paar mitbringen? Ja. Ja, natürlich. Soll ich auch die Flüssigkeit zum Nachfüllen mitbringen? Ja. Okay, das mache ich gerne. Aber liebe Mama, wir müssen jetzt leider weitermachen. Aber du kannst dich ja später nochmal melden. Dann wird der Chef sonst sauer. Gut, alles klar. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss, Frau Rose.
Ja, und okay. Weg ist sie wieder. So, wo waren wir? Wir waren bei der Erklärung, genau. Genau, das ist also der Telefonkopfhörer. Nein, der Telefonhörer. Genau, wir nicht sagen Kopf, das, ohne Kopf. Okay, den Telefonhörer. Ja. Wieder was dazu gelernt, Zuschauer. Sehen Sie, jedes Mal bei den Sendungen lernt man wieder was dazu. Ich finde es sensationell. Ja, ist auch so. Und wir sehen jetzt die ganze Liste, wer alles angerufen hat. Also das Schöne ist, wenn Sie Ihr Handy hier reinstecken möchten und sagen, Mensch, ich möchte es aber auch noch gerne mal aufladen, was Sie jederzeit gerne machen können, dann können Sie hier unten, ist ja der Dock-Connector, können Sie Ihr Aufladekabel reinstecken und unterwärts, das zeige ich Ihnen jetzt mal, laufen nämlich Kabel. Sollen wir das mal rausnehmen so lange? Das kann auch so bleiben. Es hält sie eigentlich so ganz gut. Okay, wenn's und hält. Unten können Sie hier alles einsortieren, nach hinten langlaufen lassen, okay, das bisschen, Kabel. Ja. Und dann können Sie es in die Steckdose führen. Ich finde das klasse. Sieht das gut aus, super. Macht viel her. Und vor allen Dingen, Sie sind nicht immer in Kontakt mit Ihrem Handy, sondern haben weit genug weg einen Hörer, mit dem Sie dann stundenlang telefonieren kann. Was ich so schön fand an den Hörern, dass man die so reinklemmen konnte. Das kannst du ja heute mit dem Handy nicht mehr machen, das flutscht ja weg. Ne? Richtig, aber, also so hält es natürlich ganz gut. Ups. Und wichtig ist, da sind ja auch viele Strahlungen in dem iPhone. Ja. Es lässt sich einmal nicht vermeiden und das ist schon immer sehr dicht am Ohr. Und wenn Sie das so ein bisschen in Entfernung haben, ist es auf jeden Fall besser. Na, wen hast du an der Strippe? Ich hatte dich, das rutscht bei mir weg, weil ich das Öhrchen hier drin ja, habe. Natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist schon echt gemütlich und sieht vor allen Dingen richtig klasse aus. Ich finde das toll. Ich finde, es ist ein tolles Design. Ja. Und wie gesagt, man hat einen Punkt, wo man das iPhone ablegt und man findet es sofort wieder. Und ich bin nämlich so an, ich gehe ins Badezimmer, mache mich fertig, schminke mich oder so. Dann gehe ich auf einmal in die Küche und dann suche ich überall mein iPhone. Und das war dann zuletzt zum Beispiel auf der Ablage im Badezimmer. Also das gibt schon so Momente, wo ich mir denke, Mensch, ich glaube, ich werde doch älter und habe schon Alzheimer. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Meine Damen und Herren, da lernt nämlich die junge Generation auch noch mal dazu und sieht, was es ist. Oh nein. Jetzt wird es aber echt. Hallo? Ich mache mal laut an. Nein, kein Moment. Hallo? So ist es wieder laut. Ja. Hallo? Hallo, Mama. Ja, da haben Sie Langeweile, Frau Rose? Ja. Ich wollte nur noch sagen, dass das Kleid, was du anhast, wunderschön ist. Oh, das ist aber lieb. Danke, Mama. Ja, das ist das Gelbe. Weißt du, das haben wir doch bei Viva geholt in Hannover. Kannst dich erinnern? Genau, das ist von Danny Rose. Na, du sollst doch hier keine Werbung machen, das ist doch verboten. Oh, das tut mir leid. Ja, okay. Okay, Mama, ich muss jetzt weitermachen, weil der weiter wird sonst auch ein bisschen böse. Nein, ich werde gar nicht böse. Ich habe richtig gute Laune. Okay, dann telefonieren wir später nochmal, ja? Bis dann. Tschüss, hab dich lieb. Ja, macht ihr das mit allen? Macht ihr das mit allen Geschwistern? Eine Reihe nach durch. Ja, wenn ihr langweilig wird, dann ruft sie mal dann alle gibt's an. Gibt es eine hohe Telefonkostenrechnung? Nee, wir haben ja eine Flatrate. Ach, Flat. Ja, ja. So. Ja. Da können wir so viel telefonieren, wie wir wollen. Das ist ganz schön. Hast du auch eine? Ich habe auch Flatrate. Ja, ne, das ist gut. Das bietet sich an. Und gerade wenn man das Telefon hat und die Halterung, da kannst du endlos telefonieren mit deinen Freundinnen und Freunden. Das ist doch schön, ne? Ich finde, das sieht richtig toll aus. Das ist natürlich auch ein herrliches Geschenk für Mutter oder Vater oder aber für Großeltern beispielsweise, aber auch für die junge Generation, damit die sich wahrscheinlich so in der Diele oder wo was Schönes hinstellen können. Und es funktioniert ja sogar. Das ist ja das Schöne. Das macht ja ein schönes Ambiente. Das ist Inneneinrichtung pur, sage ich mal. Und wenn Sie sowas haben, ist sofort ein Blickfang und jeder, der zu Besuch kommt, wird sagen, oh, was ist das? Und dann sagen Sie, ja, das ist ein Telefon, aber in moderner Art und Weise. Das ist ja das Schöne dabei. Schont nochmal Ihr Ohr und den Kopf, reduziert die Strahlenbelastung um bis zu 96%. Sie haben kein heißes Ohr mehr und voller Blick. Sie haben den vollen Blick auf Display und komfortables Bedienen während des Telefonats. Das ist natürlich wichtig heutzutage. Wo rufst du denn jetzt an? Ich finde das ganz toll. Man kann ja auch mal sich einen Gag machen und man geht durch die Stadt und hat den Hörer statt sein iPhone in der Hand. Da musst du das aber in die Tasche stecken. Ja, natürlich. Ne? Aber ich habe ja keinen. Aber das können wir ja bei dir reinstecken. Warte, da ist meine Brille. Oh schon Gott. Ja, dann können wir sie da reinstecken. Und hier stell dir mal vor, du gehst durch die Stadt und hast den Hörer in der Hand. Ja. Da kommen doch alte Gefühle auf, oder? Ja. Nein, ich bin nicht beim Glücksrad. Nein, Glücksrad, das gibt's schon lange nicht mehr. Nein, auch nicht. Nee, das ist falsch. Ich bin nicht Jörg Pilawa. Nein. Gut, okay. Ja, ist schön. Ich finde das genial. Ja, dann brauchst du ja nicht auflegen und kannst es einfach so bammeln lassen.
Ja, ich finde, es ist einfach mal lustig. Ja. So, das kann man auch mal zu Fasching machen. Das war Udo Lindenberg, macht dann immer so, oder? Ja. Ja, ey, du bist ja richtig kreativ heute. Nicht nur heute. Besonders heute. Fräuleinchen, so. Fräuleinchen. Wenn wir jetzt auflegen, kann ich nicht mehr weg. Ja, dann habe ich dich fest an der Leine. Ja, okay. So. Super, danke. Okay. Aber diese Halterung ist einfach genial. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Idee. Das macht Spaß. Und das kann man auch mal nicht nur Oma, Opa schenken, man kann es auch mal der Tante oder dem Onkel schenken, ja, oder vielleicht einer besten Freundin, weil es einfach lustig ist und alle haben Spaß. Es ist immer wieder das Problem, dass jemand, was weiß ich, Geburtstag hat und man sagt, was soll ich dem bloß schenken? Der hat ja schon alles. Ne? Und da bietet sich sowas natürlich an. Und davon haben wir wirklich tausende von Produkten im Programm hier bei Pearl TV. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und viel, ich sag mal, viel Telefonate mit unserem wunderbaren, wie heißt das, Ständer? Ne? Ja, das ist ein Telefonständer. Ja, mit einem Kopfhörer. Nein, mit einem Telefonhörer. Ich weiß. Ne? Okay. Bestellen ohne Risiko. Heiße Preise und beste Qualität. Das ist Pearl TV. Die ganze Welt des Teleshoppings. Einkaufen macht Spaß. Rufen Sie jetzt an 0180 51 51 3 mal die 2.